Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 12, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Bibliotheksgesetzes, Drucksache 19/2201, und erteile Staatsminister Rhein zur Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Für die Hessische Landesregierung bringe ich den vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung des Hessischen Bibliotheksgesetzes ein, mit dem Ziel, das Bibliotheksgesetz um weitere 5 Jahre zu verlängern. Bibliotheken sind wichtige Orte, gesellschaftspolitisch wichtige Orte. Sie sind Orte der Bildung, sie sind Orte des wissenschaftlichen Arbeitens, und sie sind insbesondere auch Orte des gesellschaftlichen Austauschs. Insoweit will ich all denen danken, die das möglich machen. Das sind natürlich Bibliothekare und vielfach auch diejenigen, die das im Ehrenamt betreiben, denen meine besondere Anerkennung gilt, die das in der Freizeit machen. Ich will auch mit Blick auf die Uhr versuchen, es kurz zu halten, weil im Grunde genommen dieses Gesetz ein gutes Gesetz ist. Und der Applaus mir zeigt, dass ich es auch dann wirklich kurz mache. Das ist ein gutes Gesetz. Es gab wenig Änderungsbedarf. Das eine oder andere muss angepasst werden. Ich will Ihnen nur zwei Zitate aus der Regierungsanhörung vorlesen, weil natürlich auch die Frage zu stellen war, ob das Gesetz verlängert werden soll. Und der Deutsche Bibliotheksverband hat sich dazu geäußert. Ich zitiere: Das mit dem vorliegenden Gesetz Bedeutung und Funktionen der Bibliotheken rechtlich anerkannt und beschrieben werden. Der Hessische Landkreistag spricht sich für eine Fortgeltung des Bibliotheksgesetzes in der gegenwärtigen Fassung aus. Auch da will ich zitieren: Das Gesetz, sagen Sie, hat sich bewährt. Änderungsbedarf wird nicht gesehen. Und wie gesagt, insoweit wird das eine oder andere geglättet. Wir haben eine Änderung zugunsten und auf Anregung der Kirchen gemacht. Zu den neuen Regelungen gehört, dass auch die kirchlichen wissenschaftlichen Bibliotheken unter die Begriffsbildung der wissenschaftlichen Bibliotheken gefasst werden. Wie gesagt, das ist ein Wunsch der Kirchen, und ich halte es auch für richtig, ihm nachzukommen. Meine Bitte ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, oder ich will es mal so rumformulieren, nach den Richtlinien, die wir uns selbst gegeben haben, kommt für ein junges Gesetz wie diesem Bibliotheksgesetz nur eine Verlängerung um weitere 5 Jahre in Frage. Genau das streben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf an. Ich freue mich auf die Beratungen mit Ihnen im Ausschuss und wünsche einen fantastischen schönen Abend weiterhin. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als erstes in der Aussprache hat das Wort Kollegin Wissler. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, öffentliche Bibliotheken gehören zu den meistgenutzten Bildungseinrichtungen. Sie archivieren und bewahren Wissen und Kulturgüter. Sie sind Orte des freien Zugangs zu Wissen und unersetzliche Bildungseinrichtungen. In Bibliotheken wird Lesefreude und Lesebegeisterung geweckt, und sie dienen der Aus- und Weiterbildung, der Pflege des kulturellen Erbes sowie der kulturellen Integration. Nun ist es 5 Jahre her, dass der Hessische Landtag ein Bibliotheksgesetz beschlossen hat, das jetzt mit kleinsten Veränderungen so verlängert werden soll. Aber ich würde doch gerne noch ein paar inhaltliche Ausführungen machen zu diesem Gesetz, weil ich glaube, dass es sich auch darüber lohnt, zu reden, was in diesem Gesetz eben nicht geregelt wird. Und außerdem muss ja irgendjemand in diesem Haus das Erbe des Kollegen Alois Lenz hier mal aufrechterhalten, dass hier also die Bibliotheken auch ausreichend Thema sind. Dass das Bibliotheksgesetz damals geschaffen wurde, ging ja zurück auf die Enquetekommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages, die empfohlen hatte, solche Landesgesetze zu schaffen. Ein solches Gesetz sollte die Bibliotheken stärken und schützen. Aber, und das ist meine Grundkritik, diese Funktion hat das Gesetz von Anfang an nicht erfüllt, weil überhaupt keine Grundanforderungen oder Mindeststandards in diesem Gesetz geregelt wurden. Es gab auch keine Regelungen für eine verbindliche Finanzierung. Das haben wir vor 5 Jahren kritisiert, und daran ändert sich jetzt nichts. Deswegen muss man leider sagen, dass dieses hessische Bibliotheksgesetz eigentlich sehr, sehr wenig
regelt. In der Finanzierung des Gesetzes hieß es vor 5 Jahren und wird es ja auch weiter heißen, die Bibliotheken werden von ihren Trägern finanziert. So weit, so wahr. Das hilft halt aber auch, also ändert halt auch nichts am bestehenden Zustand. Und darüber hinaus kann das Land, und die Kann-Formulierung ist ja damals noch vor der zweiten Lesung des Gesetzes reingekommen, das Land kann darüber hinaus fördern im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Das ist völlig unverbindlich und das ist nicht verlässlich. Dafür brauchen wir eigentlich kein Gesetz. Nun stehen Bibliotheken vor großen Herausforderungen, nämlich den Umbau zu Mediatheken zu leisten, die eben auch die Aufgaben der Digitalisierung gewährleisten können. Hier gibt es sicher auch von Bundesebene noch dringend notwendige Präzisierungen im Urheberrecht. Aber ich glaube, auch hier ist natürlich die Frage, werden die kommunalen Bibliotheken, werden die Stadtteilbüchereien auch unterstützt bei dieser wichtigen Aufgabe, eben auch mit finanziellen Mitteln. Mehr als die Hälfte der Bibliotheken befindet sich in der Trägerschaft der Gemeinden. Die zählen aber, wie Sie alle wissen, zu den sogenannten freiwilligen Aufgaben der Kommunen. Und deswegen ist die Existenz von Bibliotheken, aber auch ihr Entwicklungsstand, oft abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der jeweiligen Trägergemeinde. Sie sind eben keine Pflichtaufgaben. Und deswegen sind Kommunen in der finanziellen Not gezwungen, eben Gemeindebibliotheken zu schließen oder eben Öffnungszeiten zu verringern, Personal abzubauen oder eben auch die Bestände zu reduzieren. Angesichts der dauerhaften Unterfinanzierung der Kommunen in den letzten Jahren sind eine ganze Menge Bibliotheken den Schwarzwängen zum Opfer gefallen. Und das gilt gerade für die Kommunen, die sich unter dem sogenannten kommunalen Schutzschirm befinden. Die Auflagen des kommunalen Schutzschirms haben nämlich an vielen Orten auch die Schließung von Bibliotheken zur Folge gehabt. Und jetzt haben wir die Situation, dass sich in Kommunen auch Fördervereine zusammenschließen, sehr, sehr viel ehrenamtliche Arbeit gemacht wird, was ich ausdrücklich anerkennen möchte. Aber sie können natürlich die Strukturen nicht vollends ausgleichen. Und wir hatten ja vor einigen Jahren schon einmal eine kleine Anfrage gemacht, wie sich die Anzahl der Bibliotheken im Land entwickelt. Da war die Antwort der Landesregierung, dass die Zahl der Bibliotheken zurückgeht, dass sie zum Teil durch Bücherbusse ersetzt werden, die natürlich überhaupt kein verlässliches Angebot mehr sind, dass Öffnungszeiten reduziert werden, dass es teilweise nur noch Ausleihnachmittage in der Woche gibt. Das kann man nachlesen in der Kleinen Anfrage, hat die damalige Wissenschaftsministerin Kühne-Hörmann noch beantwortet. Die Zahlen habe ich mir angeschaut. Oder Sie kennen ja auch Frau Kollegin Wolff. Da waren ja CDU und LINKE gemeinsam, haben wir ja gekämpft bei dem Bürgerbegehren in Kassel für den Erhalt der Bibliotheken. Da ging es um Stadtteilbibliotheken in Kassel, die die Stadtregierung in Kassel dann schließen wollte und auch geschlossen hat. Da hatten ja CDU und DIE LINKE gemeinsam die Initiative dagegen unterstützt. Hat leider nichts geholfen, weil das Quorum damals nicht erreicht wurde. Hat sich zwar eine große Mehrheit dafür ausgesprochen, für den Erhalt der Bibliotheken. Frau Kühne-Hörmann war ja da auch sehr persönlich auch sehr involviert dabei. Haben wir leider gemeinsam verloren, ist leider so. Aber das gegen Rot-Grün, das ist richtig, die Bibliothek damals geschlossen haben. Ich sage noch einmal, da ging es damals um 360.000 € im Jahr, so in der Größenordnung, was jetzt für den Kasseler Stadthaushalt jetzt nicht die Masse bedeutet, aber natürlich wirklich einen Abbau von Angeboten. Deshalb, wenn wir nicht schaffen, die Bibliotheken, die in kommunaler Trägerschaft sind, auch finanziell so auszustatten, dass sie auch geschützt sind und eben nicht der Sparpolitik zum Opfer fallen, dann glaube ich, wenn das Gesetz das nicht leisten kann, dann ist es ein Stück weit wertlos. Und wir haben ja schon vor ein paar Jahren gesagt, eigentlich bräuchte man so etwas wie ein Landesprogramm zum Erhalt von Bibliotheken. Wir haben die Situation, dass 1,25 Millionen € für 400 Bibliotheken die Landesregierung bereitstellt. Das ist natürlich ein ziemlich lächerlicher Betrag, zumal es in den letzten 10 Jahren nicht einmal einen Inflationsausgleich gegeben hat. Und deswegen glauben wir, dass die Bibliotheken ein gutes Angebot bieten können, dass sie aber auch qualifiziertes Personal und benutzerfreundliche Öffnungszeiten haben, dass sie wohnortnah sein müssen und dass sie eine ganz wichtige Rolle spielen als Bildungs- und Kultureinrichtungen. Und genau das ist unsere Kritik, dass eben ein Gesetz, in dem weder Mindeststandards noch Finanzierung in irgendeiner Form verbindlich geregelt ist, dass ein solches Gesetz letztlich den kommunalen Bibliotheken sehr, sehr wenig hilft. Und deswegen würden wir uns wünschen, dass man in diesem Gesetz den Schutz der Bibliotheken stärker mit aufnimmt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Feldmayer, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will mich kurz fassen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht nur geringe Änderungen vor. Beispielsweise, Herr Minister Reinhardt hat es ja schon gesagt, werden die kirchlichen Bibliotheken der Hochschulen jetzt in dem Gesetz genannt. Das ist ein Wunsch, dem da die Landesregierung nachkommt. Das finden wir gut und richtig. An einigen Stellen wird das Wort Buch durch das Wort Medien ersetzt oder ergänzt. Ich glaube, so zeitgemäß sollte ein Gesetz dann auch sein. Und ein weiterer Punkt ist etwas beim Datenschutz. Wenn wissenschaftliche Nachlässe einer Bücherei überlassen werden, muss der Datenschutz dann auch personenbezogene Daten gewährleistet sein. Ich möchte an der Stelle, wenn es um das Bibliotheksgesetz geht, auch noch einmal meinen Dank richten an all die Ehrenamtlichen, die in den Büchereien arbeiten, die vielfach auch Fördervereine von Stadtteilbüchereien unterstützen. Ich glaube, diesen allen Ehrenamtlichen gebührt unser Dank hier auch an dieser Stelle einmal. Denn Büchereien und Bibliotheken sind nicht nur Lernorte und Leseorte, sondern sie sind wirklich auch ein sozialer Treffpunkt. So haben sie sich jedenfalls in der letzten Zeit entwickelt. Wir hatten vor zwei Jahren, Frau Wissler, die gleiche Diskussion hier schon einmal gehabt. Sie haben im Wesentlichen Ihre Punkte von damals noch einmal vorgetragen, wie den Mindeststandards. Wir haben auch schon damals gesagt, wenn wir in ein Bibliotheksgesetz Mindeststandards für die Kommunen formulieren, dann müssen wir auch sagen, wie das bezahlt werden soll. Das haben Sie damals nicht gesagt, das haben Sie jetzt auch nicht gesagt. Von daher, Mindeststandards gibt es übrigens in keinem Bibliotheksgesetz. Glaube ich, ist das nicht zielführend. Die Kommunen sind zuständig, sächlich und personell, für die Büchereien in ihrem Verantwortungsbereich. Die Landesregierung hat ein Programm, wo der Umbau oder der Neubau von Bibliotheken gefördert wird. Kann man natürlich sagen, da müsste mehr Geld rein. Aber wenn man nie sagen kann, wo das Geld herkommen soll oder sich gegen alles stellt, was hier von Seiten der Regierungsfraktion vorgebracht wird, wo das Geld herkommen soll, ist es natürlich immer sehr schön, so etwas zu fordern, aber selbst keine Vorschläge zu präsentieren. In diesem Sinne freue ich mich trotzdem auf die Beratung zu diesem Gesetz und bedanke mich bei Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Hofmeister, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Trotz Beschleunigung der Debatten seien mir einige Bemerkungen zu diesem Gesetzentwurf erlaubt, gerade auch im Sinne unseres ehemaligen Kollegen Alois Lenz. Vor fünf Jahren hat Hessen als erstes westdeutsches Bundesland und nach Thüringen und Sachsen-Anhalt als drittes Bundesland insgesamt ein Bibliotheksgesetz verabschiedet. Hessen gehörte damit bundesweit zu den Vorreitern, die der Empfehlung der Enquetekommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages nachkamen und die Rahmenbedingungen für Bibliotheken in einem Gesetz festgelegt haben. Nun, nach fünf Jahren, steht das Gesetz zur Verlängerung an, und wir können sagen, es hat sich bewährt und die gesetzten Erwartungen auch erfüllt. Die wissenschaftlichen, öffentlichen und Schulbibliotheken haben klare rechtliche Rahmenbedingungen erhalten, und die Bibliotheksvielfalt mit über 430 Bibliotheken in öffentlicher Hand, rund 100 wissenschaftlichen Bibliotheken und noch zahlreichen Schul- und kirchlichen Bibliotheken wurde weiter gestärkt. Meine Damen und Herren, der CDU-Fraktion in diesem Hause ist die Stärkung der Bibliotheken insbesondere deshalb sehr wichtig, da diese als zentrale Bildungs- und Kultureinrichtungen einen wichtigen Auftrag in unserem Bundesland und in unserer Gesellschaft insgesamt erfüllen. Die Aufgabe der Bibliotheken geht mittlerweile weit über das klassische Bücherausleihen hinaus. Bibliotheken bieten zahlreiche Dienstleistungen und Informationen rund um Medien insgesamt, Filme, digitale Recherchemöglichkeiten und vieles mehr. Das wird auch im jetzt Entwurf deutlich, dass einige Begrifflichkeiten durch den Begriff Medienwerke ersetzt werden. Und da die Bibliotheken im Normalfall, Ausnahmen sind hier sicherlich Schul- und Hochschulbibliotheken, öffentlich zugänglich sind, sorgen sie dafür, dass Bildung und der Zugang zu Informationen für alle Menschen möglich ist.
Sie erfüllen damit den Auftrag der Meinungsfreiheit und des freien Bezugs von Wissen, den das Grundgesetz in Artikel 5 und auch die Hessische Verfassung in Artikel 13 uns stellen. Und sie sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil des lebenslangen Lernens, der Aus- und der Weiterbildung. Und Bibliotheken tragen auch dazu bei, Medienkompetenz zu stärken, was gerade in unserer heutigen Zeit mit einem Überangebot an ungefilterten Informationen, denken wir hier insbesondere an das Internet, wichtig ist. Bibliotheken mit landesbibliothekarischen Aufgaben sind zudem ein wichtiger Ort zur Bewahrung unseres kulturellen Erbes unter fachkundiger Aufsicht. Und vergessen wir nicht zuletzt auch den Beitrag der Bibliotheken an der Förderung der Sprach- und Lesekompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, haben. Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion ist der Hessischen Landesregierung, speziell dem Minister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, und auch seiner Vorgängerin Eva Kühne-Hörmann dankbar, dass sie die Bedeutung der Bibliotheken in unserem Bundesland ebenso hoch einschätzen und sich daher mit großem Engagement für die Stärkung der Bibliothekslandschaft einsetzen. Die Vorredner sind teilweise schon darauf eingegangen. Das 2010 erlassene Bibliotheksgesetz hat sich bewährt, und daher werden auch nur wenige Änderungen vorgeschlagen. Ich erspare mir jetzt aus Zeitgründen, auf einzelne Punkte einzugehen. Durch die Präzisierungen, die jetzt im Regierungsentwurf vorgesehen sind, wird der Gesetzestext an sich beibehalten, aber eben noch in Teilen etwas konkreter gefasst, um auch zukünftig einen stabilen Rahmen für unsere Bibliotheken darzustellen. Wir werden das Ganze natürlich im Ausschuss noch einmal entsprechend bearbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass wir dann eine, mit der Verlängerung um weitere 5 Jahre dazu beitragen, dass wir weiterhin eine attraktive Bibliothekslandschaft in Hessen haben, mit rechtlich eindeutigem Rahmen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und eine schöne Sommerzeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ja schon mehrfach betont worden, wie wichtig die Funktion von frei zugänglichen Bibliotheken in unserer Gesellschaft ist, sowohl im Hinblick auf den kulturellen Auftrag als auch auf den Bildungsauftrag. Kulturpflege, Recherchemöglichkeiten, Informationsquelle ganz allgemein, aber auch die Möglichkeit, nach wie vor einen Ort der Lesemöglichkeit zu schaffen, stehen hier im Mittelpunkt. Deswegen lassen Sie mich an der Stelle nur ganz kurz anfügen, dass mir daher die komplette Streichung der Präambel bei dem vorgelegten Entwurf nicht wirklich einleuchtet. Ich glaube gerade, dass die Frage des Jedermannzugangs hier ein wenig unter die Räder gerät. Ich weiß, dass es noch 2 Nennungen im weiteren Entwurf gibt. Ich glaube aber, wir sollten gemeinsam darüber nachdenken, die doch wesentlich explizitere Nennung aus der Präambel in § 1 oder an einer anderen Stelle mit zu übernehmen. Zweiter Punkt, den ich hier kurz anfügen möchte, ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, um diesen Ort Bibliothek auch lebendig zu erhalten, auf die vielen Aktivitäten zu schauen, die sich in unseren Bibliotheken heutzutage abspielen. Es ist ja schon darauf hingewiesen worden, dass es häufig vor Ort auch ein Treffpunkt für kulturelle Aktivitäten, für Leseaktivitäten ist. Dies gilt es auch weiter zu nutzen. Gleichwohl, ich glaube, wir sollten uns auch nicht selbst an dieser Stelle zu viel vormachen, gerade wenn Frau Kollegin Wissler die veränderten Öffnungszeiten angesprochen hat. Ich glaube, Frau Kollegin Wissler, dass hier vor Ort in Kommunen und in Stadtteilen durchaus auch auf ein verändertes Nutzungsverhalten von Bibliotheksnutzerinnen und Nutzern reagiert wird. Es ist halt schlicht so, dass im Laufe oder im Zuge der Digitalisierung und dieses Gesetz vollzieht ja auch die Entwicklung der Digitalisierung in bestimmten Bereichen nach, vieles heute nicht mehr dadurch erledigt werden muss, dass ich mich wirklich vor Ort begebe. Ich habe viele Recherchemöglichkeiten mittlerweile online, nicht nur im Katalog der Bibliothek, sondern auch darüber hinaus auf deren Plattformen und in den Verlinkungen. Ich habe Bestellmöglichkeiten mittlerweile online, bis hin dazu, dass man möglicherweise gar nicht mehr vor Ort gehen muss, um das entsprechende Buchwerk dann auch körperlich abzuholen, sondern sich zuschicken zu lassen, und kann deswegen, sofern ich die Bibliothek als Raum, nicht als Leseraum benutze,
eben sehr viel mehr, auch ohne das Aufsuchen des Ortes Bibliothek, machen. Da ist es meines Erachtens vor dem Hintergrund auch der ausgewogenen Balance im Hinblick auf öffentliche Ausgaben durchaus gerechtfertigt, darüber nachzudenken, die Zeiten so zu stricken, dass wir das dann eben in Zeiträumen haben, wo der Leseort im Mittelpunkt steht und nicht diese rein, sage ich mal, verwaltungsmäßigen Abwicklungen. Und da ist es durchaus im Sinne, glaube ich, auch der Entwicklung zum Begegnungszentrum, dass wir auch darüber nachdenken. Und die meisten Bibliotheken haben das ja auch getan, wie durch Kooperationen, zum Beispiel zwischen Stadtteilbibliotheken und Schulbibliotheken, hier auch effiziente Strukturen geschaffen werden können. Also von daher, Ihre Kritik höre ich wohl, und ich weiß auch darum, dass vor Ort immer wieder strikt dafür gekämpft wird, möglichst große Zeiträume offen zu halten. Ich glaube aber, dass man da auch die Realitäten ins Auge blicken muss und letztendlich es um die Nutzungsmöglichkeiten gehen muss, und die müssen realistisch sein. Einen letzten Punkt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, kann ich mir dann aber doch nicht verkneifen. Ich freue mich sehr, dass Frau Kollegin Feldmayer für die GRÜNEN hier eine derartige Kehrtwendung hingelegt hat. Wir mussten uns vor 5 Jahren zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der CDU ja noch anhören, den Vorwurf, den Frau Wissler heute wiederholt hat, auch seitens der GRÜNEN. Es war damals allerdings die Kollegin Sorge, die für die GRÜNEN erklärt hat, man müsse hier entsprechende Finanzierungsregelungen und Mindeststandards vorsehen und deswegen auch davon gesprochen hat, dass dieses Gesetz eine Farce sei und dementsprechend sie eigentlich nicht wisse, ob sie ob des Gesetzentwurfs in Tränen ausbrechen solle oder ob es doch dann eher Lachtränen seien. Ich glaube, die Ausführungen der Kollegin Feldmayer haben uns in der Beschlussfassung damals bestätigt. Man kann noch viele Wünsche an dieses Gesetz äußern, aber Sie haben ja offensichtlich in der gemeinsamen Evaluation gesehen, dass es nicht ganz so viele Verbesserungsnotwendigkeiten an dieser Stelle gibt. Von daher sehe ich den Beratungen im Ausschuss durchaus wohlwollend entgegen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Alex, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wozu braucht man ein Bibliotheksgesetz? Ich will Ihnen einmal ein gutes Beispiel sagen. Die hessischen Kommunen sind unterfinanziert. Sie haben kein Geld und suchen natürlich immer nach Möglichkeiten, sich etwas dazu zu verdienen, die Einnahmesituation zu verbessern. Und da ist schon einmal eine Stadtverwaltung auf die Idee gekommen, man könnte doch von den Rentnern, die morgens immer in der Bibliothek sitzen und die Zeitung lesen, einen Eintritt verlangen. Das hätte sicher eine 2- bis 3-stellige Summe abzüglich der Verwaltungskosten gebracht, aber der Satzungsvorschlag lag im Raum. Und dann ist es sehr praktisch vor Ort, wenn man einfach auf ein Bibliotheksgesetz verweisen kann und nicht über das Grundgesetz diskutieren muss. Insofern sagt man dann einfach, § 8 Absatz 3 Hessisches Bibliotheksgesetz geht nicht. Für so etwas ist das praktisch. Natürlich wollen die hessischen Kommunen auch ihre Ausgabesituation verbessern, und das ist gerade nicht zugunsten der Bibliotheken. Da ist in der letzten Zeit viel eingeschränkt worden, und ich will jetzt nicht den ganzen Kanon vortragen, den auch Herr Hofmeister vorgetragen hat, was Bibliotheken leisten. Ich will aber kurz zu dem, was Frau Bär gesagt hat, sagen, wenn Sie von einem bestimmten Nutzungsverhalten reden, dann haben Sie auch ein bestimmtes Klientel vor Augen. In den Bibliotheken wird heutzutage auch viel soziale Arbeit geleistet, viel Pädagogik, viel Hausaufgabenhilfe. Dafür braucht man einen Raum. Sie geben Struktur für junge Leute, die vielleicht Referate halten und mit den Unwägbarkeiten und der Undifferenziertheit des Internets nicht klarkommen. Dafür braucht man Bibliotheken vor Ort. Und es ist schade, dass unsere Bibliotheken nicht so unterstützt werden, wie man sich das wünschen sollte. Und, wir werden die Evaluation zu hören bekommen. Aber eins ist klar, es gab ja damals schon
in der Anhörung den Hinweis auf, dass die deutsche Bibliotheksstatistik. Und da hat sich ja Hessen leider nur im letzten Drittel befunden. Und es ist ja eine Möglichkeit, jetzt mal zu gucken, wo steht Hessen heute. Also, die hatten damals in der Anhörung die Zahlen von 2008. Die Zahlen, auf die wir jetzt zurückgreifen können, also die zitierfähigen Zahlen der deutschen Bibliotheksstatistik, sind aus dem Jahre 2013. Und wir sind exakt auf den gleichen Plätzen geblieben. Zweitletzter, viertletzter, fünftletzter Platz. Insbesondere zum Beispiel bei Personal pro Einwohner, Personalausgaben pro Einwohner. Da haben wir ungefähr halb so viel wie Hamburg und Bremen oder, um Flächenland zu nennen, halb so viel wie Sachsen. Also, es hat sich in dem Bereich keine Verbesserung ergeben. Und wir hätten uns schon bei so einem Gesetz etwas mehr Ehrgeiz gewünscht. Ich meine, schon damals in der Anhörung war die klamme Lage der Kommunen ein Thema. Und das war vor der Entnahme von 345 Millionen € jährlich aus dem kommunalen Finanzausgleich. Schon damals war es ein Thema. Und die Kommunen haben natürlich Angst, dass ihnen Verpflichtungen aufgelegt werden, die sie nicht bezahlen können. Deswegen könnte ein Gesetz ja eine klare Förderung und Regelung enthalten, die sozusagen eine Konnexität begründet, wenn man das denn will und wenn man vorankommen will. Wir haben einen Bibliotheksentwicklungsplan. Und da muss ich wirklich mal den Minister fragen, weil ich einfach nicht glauben kann, was ich gelesen habe, dass wir einen Bibliothekentwicklungsplan von 1981 haben. Da kann sich ja selbst hier keiner mehr daran erinnern. Also, das muss doch einmal vorangebracht werden. So, Frau Abgeordnete Bär, dass Sie Frau Sorge zitiert haben. Das hätte ich auch getan, oder das möchte ich auch tun, die nicht wusste, ob sie über dieses Gesetz in Lach- oder in Weintränen ausbrechen sollte, weil es ihr so schäbig vorkam. Und die dann aber zu ihrem Kollegen, meine Damen und Herren von der CDU, dem Herrn Lenz, der wohl der Bibliothekspezialist seiner Zeit war, gesagt hat: Herr Lenz, lassen Sie uns zusammen. Die Grünen kommen und helfen Ihnen, Herr Lenz. Lassen Sie uns zusammen für die Bibliotheken kämpfen. So, und Sie haben gekämpft. Und was ist rausgekommen? Wir haben ein paar Änderungen. Wir sagen übrigens, habe ich es anders in Erinnerung als Frau Feldmayer, das Wort, nicht das Wort Buch, sondern das Wort Literatur wird durch Medienwerke ersetzt, und die Präambel fällt weg nach den Vorschriften, und noch ein paar andere schwerwiegende redaktionelle Änderungen finden statt. Wenn Ihnen das genug ist, dann kann das sein. Uns reicht es nicht. Wir freuen uns auf die Anhörung. Vielen Dank. Damit ist die erste Lesung abgeschlossen, und wir überweisen den Gesetzentwurf der Landesregierung zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WKA.